Hallo und ein herzlich willkommen heute bei 1.de. Einstimmig heißt unsere Sendung und unser heutiger Studiogast, wollte ich schon fast sagen, nein, natürlich Brückengast, ist Laura Martin. Laura Martin kennt man unter anderem auch als Finalistin von DSDS 1897 und jetzt bei uns im Interview Laura Martin. Einstimmig heißt unsere Sendung, ist eine Internetsendung und Internet kennst du ja. Willst du mich verarschen? Ja, welche sind eigentlich deine drei Favoriten im Internet? Ja, Facebook, MySpace, ne? Ich habe meine eigene MySpace-Seite, wo auch meine Musik und meine Daten für die ganzen Tourdaten oder Auftritte auch aufgelistet sind. Also ist natürlich ganz klar, ja, dass meine absolute Lieblingsseite im Internet ist natürlich 1.de. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also so viel Ehrlichkeit muss dann auch schon da sein, dass man sagt, da lasse ich auch mal die Hosen runter. Mm, ja, das hast du dir verdient. Alles klar. Alter, da fehlen 20. Ja, ist doch egal. Wie ist das eigentlich jetzt für dich? Ja, du hast DSDS gemacht, du warst im Finale, ich meine, riesen Medienrummel um dich und dann auf einmal das Nichts. Ja, ist das so? Ach ja, das Nichts, das große Loch, die ewige Einsamkeit. Das war bei mir Gott sei Dank überhaupt nicht so. Also ich wurde aufgefangen von meinen Jungs, die Leute von Stereo Minds, mit denen ich jetzt mein Debütalbum aufnehme. Und ich arbeite seit 2007, also nach DSDS direkt, als Künstlerin, als Sängerin, bin viel mit Bands unterwegs, mache viele Live-Auftritte, die kann man alle bei MySpace auch immer sehen, bei mir auf der Seite. Also ich bin viel unterwegs und habe viel zu tun, ja. Es kam Gott sei Dank kein großes Loch. Ding, 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 ding. Ja, die nächste Frage. Du lebst also deinen Traum, ist es so? Ja, ich lebe auf jeden Fall meinen Traum. Also ich habe mich selbstständig gemacht nach DSDS. Ich habe dann Nägel mit Köpfen gemacht, habe meinen Job an den Nagel gehängt und habe gesagt, okay, ich mache jetzt nur noch Musik. Aber es ist halt harte Arbeit. Also man muss, wenn man denkt, man kommt bei DSDS raus und es kommt einem alles zugeflogen, absoluter Bullshit. Also man muss echt hart arbeiten, viel für seine Karriere machen und dranbleiben, einfach dranbleiben. Ja, aber weißt du, die meisten sagen immer so hart arbeiten, viel für die Karriere machen, aber wie stellt man sich sowas vor? Erzähl mir mal einen Tag, sagen wir mal Dienstag. Ja, Dienstag, man denkt, oh super, du kannst ausschlafen, ist schon mal nicht. Ja, also ich bringe ja sowieso mein Kind morgens in die Schule, dienstags, montags und dienstags und mittwochs und donnerstags und freitags. Und danach muss man gucken, dann was steht an, sind irgendwie Songs drauf zu schaffen für Bands oder sind irgendwelche Veranstaltungen. Ich war jetzt mit Michael Hirte 4 Gigs unterwegs und da musste man sich das Repertoire drauf schaffen. Im Studio anrufen, Jungs, was geht ab, was gibt's zu tun, gibt's was zum Aufnehmen, komm vorbei, also man, Songs schreiben, ja, man muss ja für sich selber Geld verdienen und das ist was anderes, als wenn du ins Büro gehst und da die Arbeit zugeschoben bekommst. Du musst dir halt selber deine Arbeit finden. Laura Martin wird auch demnächst bei uns auf 1.de zu sehen sein. Das wird sie regelmäßig mit ihren Folgen. Sie wird uns berichten über, was sie tut, was sie macht, wie man Text schreibt, ihre Bühnenauftritte. Einstimmig TV, denken Sie daran, www.1.de. Dort können Sie sich die Sendung anschauen mit Laura Martin im Report. Ganze 15 Folgen. Und dafür muss man sich natürlich sensationell fit halten mit der wunderbaren Laura Martin und 1.de Technik. 1.de, da bist du einfach fitter. Also, das war Laura Martin, das war ich. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, ganz einfach, schalt ein. Wie heißt die Seite nochmal? 1.de. 1.de heißt die Seite, einschalte, da geht was, macht Spaß, geht ab, witzig. Stimme. Oder? Einstimmig. 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 Absolut. Absolut kommerziell. Einstimmig. Einstimmig. Wollen keine Werbung machen, ne? Viel Spaß. Einstimmig. Einstimmig. Gib mir meine Brille wieder, Alter. Ja, okay. Laura, du hast doch vorhin noch gesagt, dass du begeistert bist wegen unserer Technik, zum Beispiel bei 1.de, dass man so professionell und auf hohem Level auch arbeitet. Laura, ich meine, es ist ja nicht üblich, dass man, wenn man ein Interview führt, dass jemand das auch erkennt, ja? Und ich finde es auch super, dass du das nochmal erwähnt hast und unsere Techniker und die ganze High-Technik vor allen Dingen gelobt hast und die Einfachheit. Dankeschön. Ja, ich spiele gerne.